So, ich bin mit dir im Restaurant am Arbeiten und der Typ hier hat irgendwas für mich. Mal gucken, was. Der Restaurantkritiker war begeistert vom Restaurant Daniela. Er hat uns einen Stern gegeben. Aha, ich habe auch keinen gesehen. Es gibt auf der ganzen Welt nur sehr wenige Restaurants mit einem Stern. Das ist wirklich toll. Ich bin also froh, dass ihm unser Essen geschmeckt hat, sonst hätten wir das Restaurant schließen müssen. Wusstest du das etwa nicht? Naja, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, aber jetzt ist alles gut. Ja, schön, aber ich habe hier keinen gesehen, der gekommen ist. Ja gut. Was möchten Sie haben? So, dann lass mal gucken. Hier unten ist dann alles gut. Hier kann ich noch mal abräumen. Hier kann ich auch noch mal abräumen. Okay, was möchten Sie? Dann lass mich mal hier oben gucken. Hier war ja auch noch eine, genau. Blub. Okay, ich habe dann hier letztes Mal allerhand bedient und so, um zu gucken, ob ich irgendwie was Neues freischalten kann. Aber okay, dann mache ich erstmal hier wieder weiter. Genau, unten ist was Neues dazugekommen. Ja, Libis. Ja, Libis. Dann machen wir die doch mal, ne? Ja, Lebis. Aua, so viele Schritte. Wiege Mehl ab, machen wir 150 Kilo. Nein, Gramm. 4, 5. Oh, etwas drüber. 30 Gramm geschmolzene Butter von der Mutter. Okay, 30 haben wir genau getroffen. Und natürlich den Erdbeerzucker hier. 260 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5. Uah, oh Gott, gibt's. Das war zu viel. Wird ein bisschen süßer, aber egal. 3, 4, 5. Der war genau drauf. Okay. Hat doch noch ein bisschen funktioniert hier. Der blaue Elefant. Es gibt doch gar keine blauen Elefanten mehr. Es gibt nur lila Kühe oder so. Einmal X und dann das Viereck oder Quadrat. Dreieck. So, und jetzt wird gemixt hier. Moment, das noch. So, einmal links rum. Dann rechts rum. Vorsicht, nicht zu doll. Komme ich da drüber. Okay. So. Okay, Vorsicht, heißes Wasser hier. Oder besser gesagt, heißes Fett. Oh, ja. Und raus damit. Gleich drei. Komm hier, nochmal drei, jawohl. So, hier. Jawohl, drei davon. Drei. Und. Drei. Hier zwei. Jawohl. Komm, 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 komm. Okay. Je mehr man hat, umso besser. So, jetzt kommt ein anderer Pot mit Sirup. Oder kann auch derselbe Pot sein. Vorher mal schon sauber gemacht. So.
3 erwischt, jawohl. Und hier auch. Okay. Die Baufirma ist seit Wochen hier am Arbeiten und reißt irgendwelche Wände auf und bohrt hier rum und hämmert da rum und alles. Ja, und da ist aber wieder gehört, wie die gebohrt haben. Okay. Gut. Ich koche hier trotzdem weiter, denn jetzt kommt kein Bohrer mehr. Ach je. Oh, da fehlt ein bisschen. Na gut. Sowas. So, der nächste Pot hier, hätte ich was gesagt. Die Pfanne. Die Pistazien sehen echt aus wie Erbsen, ne? Irgendwie. So, rauf und runter. Einmal so umdrehen. Und hin und her bewegen. Jawohl. So. Ja, Lebis. Keine Ahnung, wie die in echt schmecken. Was das ist und überhaupt. Ich habe noch nie irgendwo welche gesehen. Bing. Und fertig sind die Jellybees oder Sellybees oder wie auch immer. Naja, eine fehlt, die hat nicht ganz gereicht, aber gut, das nächste Rezept kommt auch bald. Dann einmal hier vorne. Bitteschön. Lassen Sie sich es gut schmecken. Ups. Okay, da kommt ein dicker, fetter Koch im Bing im Blau-Weiß. Was ist denn Blau-Weiß? Hm, Ketchup ist Rot-Weiß. Naja, mit Mayo gesehen. Okay, hallo, wer bist denn du, kleiner dicker Mann? Tadao. Hallo, du bist Daniela. Tadao, ich stehe zu Diensten. Aha. Okay. Wirklich ein schönes Restaurant hast du hier. Ja. Ich habe schon viel davon gehört. Und kann es kaum erwarten, die Küche hier mit eigenen Augen zu sehen. So, und da geht das Publikum, habe ich fast gesagt, hier raus. Dankeschön, dass Sie da waren. Kommen Sie doch mal bald wieder. Um wieder hier Geld loszuwerden. Da steht eine ganze Familie an, aber die muss halt noch warten, denn der kleine dicke Mann, der will die Küche sehen. Okay, dafür muss ich ihn hochholen. Also den Mann nach oben hier. So, kommen Sie mit hier. Noch einmal diese Stufen hoch. Und dann sind wir auch schon da. Und was sagen die zu dieser Küche? Da ist ein Bonsai-Baum. Okay. In Japan dauert das Jahre, bevor man Fisch zu Sushi schneiden darf. Aha. Es geht als sehr edel. Nein, es geht als sehr edle Aufgabe, die nun Chefkoch ausführen darf. Ah, ja. Aber ich gebe jungen Talenten immer gern eine Chance. Ach, wie schön. Du siehst aber gar nicht so aus wie so ein kleiner, dicker Japaner, aber na gut. Lass mich mal sehen, wie du Sushi zubereitest. Dann können wir ja nächstes Mal irgendwie ein bisschen Japanisch sprechen, ne? So, hier haben wir jetzt ein neues Rezept für diese Küche erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal ein bisschen Sushi, ne? Da bin ich mal gespannt. Habe ich in echt auch noch nie gegessen. Ja, na gut. Dann mal gucken, wie viele Vorgänge und so hat es denn. Ah ja, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, erstmal wiegen. Und das ist eine Winkelkatze. Wasser wiegen. Gut, ist doch keine Wasserwaage hier, Mensch. Und stopp. Oh, ein klein wenig drüber, aber das macht nichts. Die paar Tropfen. So.
Ui. So, 60 habe ich auch ganz genau getroffen. Und 30 Gramm Zucker. Doppa, jawohl, hat geklappt. Schön. Bam, 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 bam. Bling. Ich mir die Uschi gerne einmal Sushi auf die Mu. Muss ich rühren, ja, muss ich rühren. Oha, da ist aber nicht viel Platz zum Rühren. Und einmal in die andere Richtung. Und ich rühre, rühre, rühre im Sauce. Oder so ähnlich. Okay, jetzt kommt das Ganze ab in die Pfanne. Da wird auch der Aal in der Pfanne verrückt. Plopp, einmal gedreht. Und dann einmal hier, Wende, 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 Wende. Rauf und da, rauf, runter oder vor und zurück. Jawohl. Das hat auch geklappt, das ist ja toll. So, oh, jetzt wird geschnibbelt. Zack, zack, zack und zack und zack. Jawoll. Das war der Lachs. Jetzt kommt Thunfisch. Aua. Und snipp. Snibbelt, schnapp, schnubbeli. Und zack, und zack, und zack. Eieieiei. Und schneller geht es nicht. Ich schneide etwas Aal. Ja. Naja, Zeit abgelaufen. Ich kann ja nicht schneller schneiden, als es möglich ist. Oh, da fehlt ein kleiner Zipfel, ey. Mein kleiner Zipfel. Da fehlt ein Zipfel, ja. So, jetzt auf den Teller. Einmal da auf die kleinen Reisdinger drauf. So. Und hat auch nicht gereicht. Ja, sowas. Naja, gut. Was soll's? Sieht aber lecker aus. Okay, gut. Dann beende ich jetzt mal hier die Folge. Sage danke fürs Mitkochen oder gucken. Mitgucken und dann ja, bis zur nächsten Kochfolge hier, ne? In meinem Restaurant. Dann mach's gut, macht euch schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.